Es fing an, als sie mich anrief, da war ich gleich verloren. Ihre Stimme klang so zärtlich und so sanft in meinen Ohren. Sie schickte mir ein Foto, mein Herz blieb beinahe stehen. Sie sah aus wie eine Pizza, sie war wunderschön. Ich schrieb ihr einen Liebesbrief mit Rosenduft sogar. Und 2 Wochen später waren wir ein Liebespaar. Ja. Ich rufe an wegen Christian. Wegen wem? Wegen Christian. Das war letzten Samstag auf der Disco, hast du den kennengelernt. Ja. Woher weißt du das? Hat er mir erzählt. Na, ich möchte nicht wissen, was er noch erzählt hat. Ja, und zwar der Christian, der will ja so gar nichts weiter von dir. Und da wollte ich mal nachfragen, ob ich deine Telefonnummer an Ronny weitergeben darf. Warum rufst du mich dann an und wo hast du meine Telefonnummer her? Na, die hat der Christian, der hat er ja schon allen gegeben. Ach, ist klar. Wie alt bist du denn überhaupt? Bist du der kleine Bruder? Ich bin 5. Nee, Cousin. 5? Ach, Cousin. Naja. Dann ist so, das und das jetzt wollte ich halt nachfragen, ob der Martin deine Nummer noch haben darf. Nein, natürlich nicht. Und auch sonst keiner von den Konsorten. Ich stehe auf vernünftige Typen und nicht die hinterrücks irgendwelche Telefonnummern erfragen von irgendwelchen kleinwüchsigen Cousins. Na, aber, meinst du jetzt mich? Ja. Na, ich will ja nix von dir. Ich will auch von keinem Martin was. Und Christian auch nicht. Und Ronny auch nicht. Ja, Christian hat gemeint, du wärst gar nicht schlecht, aber naja, er braucht das halt nicht so. Ja, ich hab nur versucht, ihn anzutrainieren. Außerdem ist der ja auch mit der Simone zusammen. Hat er mir gar nicht erwähnt, aber die Telefonnummer von Simone könntest du mir gern mal geben. Echt jetzt? Natürlich, ruf ich gern mal an und quatsch mal mit ihr. Dann darf ich aber deine Telefonnummer an Martin weitergeben. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Guck mal, der Martin hatte noch nie eine Freundin. Na und? Muss ich den jetzt anüben oder was? Der soll im Puff gehen, wenn er was will. Ich habe den Christian gewartet, gesagt, du machst das wahrscheinlich.
Ich glaube, den rufe ich selber nochmal an und mache den mal zu Schnecke. Diesen. Ich glaube, wenn du da mit diesen Konsorten da aufwächst, dann wird Zeit, dass sich da einer rausholt. Also, ist die Telefonnummer von Simone? Ja, gib mal her. Die arbeitet übrigens beim Radio hier. Aha. Ja, und die hat mir gesagt, ich kann dich ruhig mal aufs Kreuz legen. Ja, oh, danke. Ich träume von dir und wünsch, du wärst hier. Ich warte auf dich, mag dich unendlich. Ich hab dich gern, komm zu mir auf meinen Stirn. Komm, wir fliegen los, kuschel dich in meinen Schoß. Halt dich im Kopf, da bist du uns immer nah. Mein Leben lang, zusammen Hand in Hand mit Meer. Dann denk ich an diese Insel.
stand ich schon am Ufer. Wie oft sprang ich in den Strom? Wie oft mussten sie mich retten, damit ich nicht untergehe? Diese reine Liebe wird nie zu Ende gehen. Hörer, nur eine Durchsage. Seit 12. Oktober wird Rebecca 17 aus Rostock vermisst. Wer Hinweise hat, bitte an jede Polizeidienststelle. So, nun geht es weiter mit Ärzte, und zwar mit dem Lied Monster Party. Viel Spaß beim Lied. In Rammikul in Transsilvanien sah ich ein Plakat. Drauf stand, dass der Graf Dracula zum Fest geladen hat. Eingeladen war ein jeder, auch Dr. Frankenstein. Einzige Bedingung war, es muss ein Monster sein. Ich dachte, auf der Party ist wohl besser, geil zu sein. Ich packte etwas Knoblauch ein und sattelte mein Pferd. Denn so ein Fest bei Dracula ist sicher nicht verkehrt. Das wird die Monster. Monster Party. Das wird die Monster. Monster Party. Ich kam zum Schloss des Grafen bei Sonnenuntergang. Ich lachte mir ins Fäustchen, die Nacht wird sicher lang. Des unsichtbaren Mütze schwebte vor mir in der Luft. Und endlich kam Graf Dracula besoffen aus der Gruft. Er hob zum Schluss sein Glas, der Inhalt war blutrot. Leite noch schnell, hallo Freunde und viele Fans. Alle Monster jubelten, die Stimmung war famos. Die Zorro schlug ein letztes Mal, dann ging die Party los. Das wird die Monster. Monster Party. Das wird die Monster. Es kam auf Ping-Pong vor dem Schloss, der passte nicht durchs Tor. Das sah Boris Karloff und verhielt sich ziemlich schlau. Sprach, wenn Ping-Pong nicht durchs Tor war, schnappte ich die weiße Frau. Ich ging auf die Toilette, weil ich Blut nicht so vertrag. Im Becken schwamm der weiße Hai und sagte, guten Tag. Auf der Suche nach nem Busch dachte ich bei mir. Ich glaub, ich nehm die Mumie mit von wegen Klopapier. Das wird die Monster. Ich glaub vom anderen Stern. Ganz besonders schien sich das Skelett zu amüsieren. Es ließ den Werwolf tausendmal sein Schienbein apportieren. Doch als ich rief, kriegt alle Monster einen Schreck. Und wenn ich denn nur noch fiel, wär ich einfach weg. Ich war auf das blöde Lakenfoto.
und fühlte mich saustark und kotzte noch, bevor ich ging in des Grafensarg. Das war die Monster. Ich hab's von einem Bekannten erfahren. Du hast jetzt einen neuen Freund. Zwei Wochen lang hab ich nur geweint. Jetzt schaust du weg, grüßt mich nicht mehr. Und ich lieb dich immer noch so sehr. Ich weiß, was dir an ihm gefällt. Ich bin arm, er hat Geld. Du liebst ihn nur, weil er ein Auto hat und nicht wie ich ein klappriges Damenrad. Doch eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Mit ihm im Theater gewesen. Ich hab dir nur Fix und Foxy vorgelesen. Du warst mit ihm essen, natürlich im Ritz. Bei mir gab's nur Currywurst mit Pommes Frites. Der Gedanke bringt mich ins Grab. Er kriegt das, was ich nicht hab. Ich hasse ihn, wenn es das gibt, so wie ich dich vorher geliebt. Ich wollte ihn verprügeln, deinen Supermann. Ich wusste nicht, dass er auch Karate kann. Doch eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät, dann kenn ich dich nicht mehr. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Dann ist alles viel zu spät. Push it, push it.
Ich bin dagegen, weil ihr nichts davon versteht. Ich bin dagegen. Ich sag es noch einmal, ich bin dagegen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Ich bin nicht blöde, auch wenn du gern so tust. Ich bin nicht faul, ich hab nur einfach keine Lust. Ich bin nicht hässlich, ich seh nur anders aus als du. Du hast verloren, du gibst es nur nicht zu. Ich bin nicht taub, du brauchst nicht so zu schreien. Ich bin nicht blind, ich seh es nur nicht ein. Ich bin nicht stumm, ich halte nur den Mund. Was soll ich sagen? Ich hab doch keinen Grund. Schöne Musik für euch. Ich hoffe, es hat meine Hände dabei. Euer Saarlandradio. Claudias Vater wollte nicht, dass sie vom Mund nun Wolken kriegt. Damit sie nicht so an ihn hängt, hat er ihr ein Pferd geschenkt. Claudia hat jetzt
sein Pferd, mit dem sie ziemlich oft verkehrt. Sie ist bei ihm jede Nacht, Gott weiß, was sie dort macht. Claudia sagte sofort ja, der Vater dachte wunderbar. Dabei wusste Claudia längst, es handelt sich um einen Hengst. Claudia hat jetzt ein Pferd, mit dem sie ziemlich hart verkehrt. Sie ist bei ihm jede Nacht, Gott weiß, was sie dann macht. Der Schäfer uns ist nichts mehr wert, weil sie nur auf ihr Pferd abfährt. Doch sie wünscht sich von ihren Tanten zu Ostern einen Elefanten. Claudia hat jetzt ein Pferd, mit dem sie ziemlich oft verkehrt. Sie ist bei ihm jede Nacht, Gott weiß, was sie dort macht. Claudia hat jetzt ein Pferd, mit dem sie manchmal Auto fährt. Sie ist bei ihm jede Nacht, Gott weiß, was sie dort macht.